Von den Nationalspielern erwarte ich, dass sie genügend Mut aufbringen, das zu sagen, was sie sagen wollen. Vom DFB erwarte ich, dass er die Spieler dann auch schützt vor eventuellen Angriffen und Übergriffen und Maßnahmen der FIFA und der katarischen Regierung. Ansonsten stehen die nicht irgendwie in der Pflicht, wie wir es sehen, wie die FIFA oder DFB oder die katarische Regierung in der Pflicht stehen würden. Es sind individuelle Spieler, die natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung haben sollen und auch das Recht auf Versammlungsfreiheit, wenn sie sich jetzt als Mannschaft geschlossen oder als Gruppe innerhalb einer Mannschaft dazu äußern wollen. Die Freiheit brauchen die und die ist auch verbürgt eben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das muss immer und überall gelten, auch auf dem Spielfeld. Ich glaube nicht, dass es eine sorglose Feier wird, zumindest nicht bei den Menschen, die sich um Menschenrechte kümmern oder denen, was daran liegt oder auch an Gerechtigkeit. Dafür wurde schon viel zu viel gesagt. Das ist ja auch, wenn ich das einfach mal so platt sagen kann, eine Riesengemeinheit von der FIFA, dass sie die Fans, die Zuschauerinnen und die Zuschauer und die Spieler dazu zwingt, in solchen Ländern dieses Fest auszutragen. Denn es heißt ja immer, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Aber beim Fußball kann ich mal richtig entspannen. Ja, die haben dafür gesorgt, dass man jetzt bei dieser Weltmeisterschaft nicht wirklich entspannen kann. Fußball ist der schönste Eskapismus der Welt und es wird uns verdorben.